So, und wieder hallo bei YouTube. In die Abend, zweites Spiel. Heute, also heute sei es schon. Jetzt spielen wir Subdivision Infinity. Ein eigentlich Action-Weltraumspielchen. Es ist aber relativ simpel gehalten, bevor jetzt alle sagen, oh mein Gott, da kann man vielleicht schon vom Anfang an sagen, guckt euch für sowas vielleicht, wenn ihr jetzt nicht die leichte Kost haben wollt, es kommt nächste Woche Rebel Galaxy Outlaw raus, was halt auch ein sehr cooles Indie-Spiel ist, aber auf den Epic Launcher, also sind die umgestiegen, weil keine Risiken für die. Und Fünfer-Team, also ich werde jetzt nicht zu viel Werbung machen für das andere Spiel, weil wir jetzt das erstmal hier spielen, aber es sind andere Genre, beziehungsweise hier ist eher so, ja, Missionsdesign technisch geht man da rein, es sieht ganz nett aus, es sieht vollkommen in Ordnung aus, sehr kleines Team auch, machen neuen Spielstand, weil es eigentlich am Anfang ein bisschen, also ich finde, mehr verspricht, als es letztendlich ist. Weil es ist wirklich ein Action-Arcade-Weltraum-Shooter. Ich weiß gar nicht, ob wir durchgehend in der Cockpit-Perspektive sind. Ich glaube nicht. Und man geht halt eigentlich diese Missionen durch in diesem Spiel. Und zwischen den Missionen kauft man halt neue Schiffe und verbessert die Waffen etc. etc. Ach, er hat den Controller entdeckt. Wobei ich das Hochfahren des Schiffes am Anfang ganz gut finde. Das haben sie halt sehr stimmig gemacht. Aber hier sehen wir jetzt schon mal ein wenig die Schwäche. Die Dialoge sind übrigens alle Lalifari ein bisschen unwichtig. Oh mein Gott, und warum ist meine Maus so schnell eingestellt? Moment. Ah ne, es sieht nur schlimm aus, wenn man steht. Dann hat man das Gefühl, das Raumschiff dreht sich viel zu schnell. Ja, und es dreht sich auch viel zu schnell. Vor allem, weil die ganze Zeit, also, ich glaube, das Problem ist, weil ich den Controller noch anhabe und er kennt halt den Controller. Ah, da ist Gas geben. Halte L zum Beschleunigen, dann spielen wir es mit Controller. Da habe ich schon meine Raketen verschwendet. Hilfe! So, Funkrauschen, jetzt kommen hier erstmal ein paar Feinde. Das normale Magazin wird so aufgefüllt. Ich habe natürlich mit Controller jetzt ein Auto-Aim. Um sofortige Identifikation. Diesmal warte ich nicht auf eine Antwort. Immer noch Funkrauschen. Wir sehen halt auch schon, dass man hier Power-Ups aufsammelt oder beziehungsweise neue Munition, in welche Richtung es halt wirklich geht.
Arcade-Weltraum-Shooter. Du kriegst halt für jede Mission Ausrüstungsgegenstände. Hallo und willkommen, ich bin AV2. Wo bin ich? Dies ist die MT-12, ein unabhängiger Komplex, der alle Erzbaustationen im Alpha-Tüch-Sektor kontrolliert. Wir haben ein Notrufsignal aus diesem Komplex erhalten. Ich wurde geschickt, um die Kommunikation wiederherzustellen. Das ist korrekt, ich habe das Signal gemäß des Sicherheitsprotokolls gesendet. Warum? Die Lightwave-Teststation antwortet nicht mehr auf Statusanfragen. Warum wurde ich angegriffen? Wer hat die Drohnen geschickt und warum um alles im verlassenen Sektor können wir keine Lightwave-Signale zurück zum Hauptquartier bekommen? Leider sind nach meinem Notrufsignal alle Kommunikationssysteme ausgefallen. Großartig, ich hätte wissen müssen, dass es Probleme gibt, als sie das Wort Routine erwähnt haben. Wie können wir einen Comlink wiederherstellen? Es sind weitere Informationen erforderlich, um die Ursache des Ausfalls zu ermitteln. Diese Drohnen haben mich angegriffen, als ich versucht habe, mich mit der Station zu nähern. Sie schienen durch eine Art Portal zu springen. Ungewöhnlich, in diesem Sektor der Galaxie sind derzeit keine Lebewesen verzeichnet. Außerdem besteht in allen Sektoren eine Anti-Hacking-Richtlinie. Konnten Sie die Ziele identifizieren? Nein, nur Funkstille und eine Menge Schüsse. Alarm piept. Ich hoffe, das ist ein Routinealarm. Negativ, es ist ein Alarm, der auf weitere Probleme hinweist. Ein Frachtschiff bewegt sich außerhalb des Zeitplans. Es ist zu vermuten, dass es von derselben Präsenz gehackt wurde. Ich werde Ihr Schiff augenblicklich mit einem Sender ausstatten. Wenn Sie das Frachtschiff zurückbringen, bringt uns das Informationen über unsere Situation. Du lässt nicht viel Raum für Diskussionen. Es ist ja auch eine Maschine. So, und jetzt haben wir nämlich hier generell unseren Hangar. Wo wir zum einen neue Schiffe kaufen können für die Credits, die wir bei den Missionen bekommen. Wobei ich irgendwie diese Namen wie Supernova oder Supernova X oder Polaris, das kommt mir einfach so bekannt vor. Als wenn ich schon mal irgendwas gesehen habe, was ähnlich war. Im Shop unterschiedliche Waffen, die wir ausrüsten können. Und man kann im eigentlichen Inventar die Waffen aufwerten für Geld und diese Ausrüstungskisten. Zum Beispiel die Raketen, dann siehst du die Anzahl der Geschosse. Ich glaube, maximal Runden ist das. Wir nutzen einfach unsere ersten Ausrüstungskisten fürs Aufleveln der Pixelwaffe. Warum immer die Pixelwaffe heißt. Und das sind die unterschiedlichen Gebiete mit den Missionen, die wir dann abschließen müssen. So, hier gibt es einmal genau das mit dem Transporter. Später gibt es ja noch solche Erforschungsmissionen. Aber wir starten jetzt einfach mal die Transporter-Mission. Die geht übrigens super schnell vorbei, weil du startest jetzt und knallst den Transporter so gesehen ab. Der halt ein riesiges Geschütz auf sich drauf hat. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht viel vorwegnehmen. Flöpp! Transporter kaputt. Ich brauche übrigens unbedingt einen neuen Hooters. Ich weiß, ich beschwere mich immer wieder darüber. Und ich weiß, dass mir auch schon mal jemand, der zuschaut, angeboten hatte, dass ich seinen alten bekommen kann, aber das ist immer so eine Sache. Da sind Bakterien dran. Dafür könnt ihr nichts. Warum hast du mir nicht gesagt, dass das Frachtschiff mit Waffen bestückt war? Ich musste da draußen ein Transportschiff zerstören. Einige der Frachtschiffe von Lightwave Tech sind mit Verteidigungssystemen ausgestattet, aber ich habe ihr Schiff als verbündet markiert. Der Grund für diesen Ausfall ist mir nicht bekannt. Haben Sie Sensorproben mitgebracht? Sensorproben? Ja, sie sind noch an Bord, also zur Kommunikation. Kannst du sie jetzt wiederherstellen? Ja, aber nicht ohne Unterstützung. Es geht schon wieder los. Meine Systeme haben festgestellt, dass in Sektor 7 Signalstörsender aufgebaut wurden. Ich schicke Ihnen die Koordinaten, erkunden Sie das System. Oder das Gebiet. Und dann kann ich nach Hause... Viel Glück, Rebel 1.
Ach, dafür müssen wir auch noch das Level steigern, um andere Waffen kaufen zu können. Ich glaube, die Erforschungsmissionen nachher sind reine Missionen im... Ja, du bist halt im Sektor und kannst dich ein bisschen umgucken. So würde ich mir das vorstellen. Das war der letzte. Und wir haben gesehen, es gibt keinen Kollisionsschaden. Kollisionsschaden war aus. Deshalb legt er sich auch schlafen auf der Station. Ich glaube, rechts ist übrigens meine HP oder mein Schild. Ah ne, das ist meine Waffe. Das sind meine Waffen. Ach ne, links oben ist mein Schild und meine HP. Ist auch nicht schön gelöst. AV hier draußen sind überall Wachdrohnen. Das sind Drohnen des Unternehmens. Es ist anzunehmen, dass sie dieselbe Fehlfunktion haben wie die Frachtschiffe. Ich erkenne ein Muster, aber wenn ich diese Störsender zerstöre, kannst du die Verbindung wiederherstellen. Ja, aber erst wenn sie die Kontrolle über die anderen Stationen in diesem Sektor übernommen haben. Das würde bedeuten, alle Feinde in diesem Sektor auszuschalten. Aber das haben wir doch gerade gemacht. Noch mehr Sonden? Ich muss ja leider sagen, dass ich ja schon Fable habe für Weltraumspiele. Was ich mir gerne mal wünschen würde, ist ein Remake von iWar. iWar war eine echt coole Weltraumsimulation damals. Ich habe auch schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, in meinem alten Elite Dangerous Let's Play. Und normalerweise wäre mein Kanal genau der richtige für Star Citizen, ich weiß, aber ich komme nie dazu, mich damit mal näher auseinanderzusetzen.
obwohl ich Zugang habe. Weil ich halt auch ein Supporter bin. Ich habe zwar keine Tausende von Dollars da reingesteckt. Aber das Problem ist dabei immer, man macht sich halt Sorgen, dass das Spiel überhaupt fertig wird, meine. Weil es ist halt super ambitioniert, es sammelt zwar ohne Ende Kohle, aber gefühlt hat man, also irgendwann wird es wahrscheinlich die Situation geben, dass du halt nicht mehr die Support-Welle hast an Kohle bei Elite Dangerous, nicht Elite Dangerous, bei Star Citizen. Und dann werden die Teile, die bis jetzt gebaut haben, irgendwie zusammenwurschteln und das als komplettes Spiel verkaufen. Und dann ist halt rum. Weil eigentlich der Typ, der das Ruder hat, ist zwar sympathisch, kann Geld sammeln, ist aber der Elon Musk der, weiß ich nicht, der Spieleindustrie. Und ja, ich kenne Dual Universe. So, ein radioaktives Mineral mit magnetischen Eigenschaften, Anwendung, Robotik. Der Verkauf auf dem Schwarzmarkt ist wenig profitabel, nur das Unternehmen Lightwave Tech besitzt die Technologie für dessen Verarbeitung. Wenn es nicht verkäuflich ist, warum haben sie es dann darauf abgesehen? Das wird immer seltsamer. Arbeite weiter an der Funkverbindung, AV. Wir brauchen Verstärkung. Was? Ich mach das doch alles alleine ganz gut. LQ-Blaster. Ein gewöhnlicher Blaster. Geringe Feuergeschwindigkeit, aber großer Schaden. Ach, lass mich raten, der KU-Blaster kann auf diesem Schiff nicht eingesetzt werden. Mit diesen Bausätzen kannst du dein Schiff weiterentwickeln. Bauen wir mal eine Maus. SS Vertex, exklusives Schiff. Ausrüstungskisten. Achso, da müssen wir dafür auch noch sammeln. Und deshalb finde ich auch, was jetzt kommt, dass, wie heißt es? Das Rebel Galaxy Outlaw ganz schön, weil es so ganz viele Elemente der Nostalgie zusammenfügt. So ein bisschen Freelancer, so ein bisschen Wing Commander, das ist so alles so da reingepackt. Bei vielen Schiffen und ein cooles Universum. Und es sieht halt dabei auch noch ganz cool aus, hat coole Mucke. Ah, da freue ich mich schon drauf. Leider haben die Entwickler sich noch nicht gemeldet, obwohl ich vor 2 Wochen die erste E-Mail geschrieben habe. Und ich weiß, dass schon Preview-Versionen rausgegangen sind. Und das, obwohl ich für das erste Spiel, was man übrigens auch 100% empfehlen kann, Rebel Galaxy, damals echt viel Werbung gemacht habe. So, zwischendurch kann ich ja noch was hier drüber sagen. Wie gesagt, es ist arcade-lastig, sieht man. Es steuert sich aber vollkommen in Ordnung, also man kann nichts dagegen sagen. Vom Grundspielerischen ist das vollkommen in Ordnung. Aber, ja, wozu braucht man es, wenn es halt ein Elite Dangerous gibt? Oder einen, okay, Elite Dangerous ist vielleicht das falsche actionorientierte Spiel, was andere Ansätze hat. Oder, mein Gott, wie hieß denn das andere nochmal, was ich letztens auch gespielt habe? Also man kann den Leuten keinen Vorwurf machen, es ist halt nur... Ja, Everspace zum Beispiel ist auch ein sehr gutes Rogue-like Weltraumspielchen.
Mit schönen unterschiedlichen Schiffen. Also jetzt nicht so viele, aber das ist ja auch nicht der Augenmerk darauf. Aber es sieht halt echt schön aus. Deutscher Entwickler. Gab auch eine Erweiterung zwischendurch. Dass er auch ein bisschen actionorientierter ist halt. Wo ich leider finde, obwohl die wirklich eine super Arbeit abgeliefert haben, hat dieses Konzept nicht so bei so vielen Leuten gefunkt. Dass du halt, sag ich mal, jedes Mal mit dem Schiff neu startest und versuchst halt so viele Sprünge zu schaffen wie möglich. Um halt deine Mission dann abzuschließen und dann wieder dasselbe von vorn zu machen. Ich glaube, in einem Space Sim muss halt einfach diese Sache drin sein, dass du, ja, dass du dein Schiff halt wirklich in irgendeinem Residenz, ist das das richtige Wort? Nein, ihr wisst, was ich meine. Also in einem Universum, was irgendwie lebt, ne, dass ihr damit rumfliegt, dass ihr es verbessert, dass ihr mit Piraten zu tun habt, Aufträge bekommt und all so ein Kram. Ah, jetzt kann ich dich plötzlich kaputt machen. Ich habe beim anderen zu früh aufgegeben anscheinend. Aber wie gesagt, Everspace ist auch ein sehr schönes Ding. Und wer daran Spaß hatte, der hat das auch gut bewertet. Aber es hat sich halt leider nicht so gut verkauft, wie die Entwickler wollten. Und ich weiß noch, als ich damals auf der Gamescom war, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren, saßen die halt einfach nur im Businessbereich mit einem Laptop und haben Everspace präsentiert. Konntest einfach hingehen und sagen, ja, was habt ihr da Schönes? Und dann haben die gesagt, ah ja, hier, Everspace und alles cool und bla bla bla. Und das sind unsere Visionen damit. Und du sagst halt einfach, wow, das sieht halt Hammer aus. Macht halt Spaß. Und persistent war das Wort, was ich gesucht habe. Dankeschön, Kato. Deshalb gucke ich mir auf der Gamescom auch eigentlich fast immer nur kleine Titel an. Weil die großen Titel, die wirst du eh irgendwie spielen oder mit einem Zugriff bekommen. Dafür musst du nicht auf die Gamescom gehen, um damit hausieren zu gehen. Die haben schon die Werbung, die sie haben. Das No Man's Sky Update wird gerade gefragt, was ich davon halte. Ich verfolge es nicht so sehr, wie ich es vielleicht machen sollte. Ich habe es damals gespielt und ich weiß, es sind ganz viele tolle Updates gekommen, aber ich habe so ein bisschen die Sorge jetzt, dass wenn ich anfange zu spielen, es einfach ganz viel Zeit fressen wird, die ich gar nicht habe. Auch wenn sie bestimmt daraus ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Genau dasselbe wie bei Sea of Thieves. Sea of Thieves habe ich am Anfang sehr gerne gespielt in der Gruppe. Trotzdem war es, ist es jetzt nach den ganzen Updates, wo ich so eine Sache sage, ist halt eine coole Nummer. Aber komme nicht dazu, Zeit daran zu investieren. Ich überspringe mal den Dialog, sag ich mal, die Story. So, für das Schiff habe ich nicht genug. Das Schiff wird nur Geld kosten, was ich aber auch nicht habe. Also verbessern wir unsere Raketen, weil sonst können wir nichts machen. Bosskampf. Man nennt eine Mission Bosskampf. Besiege das Kampfschiff. Ich drifte übrigens die ganze Zeit weg. Falls ihr euch fragt, warum. Ach, es gibt übrigens wohl Kollisionsschaden. Ich habe nämlich gerade Kollisionsschaden bekommen, als ich über ihn drüber geflogen bin. Okay.
Übrigens, da funktioniert der, funktioniert es nicht mit dem Auto-Aim. Boah, muss ich aber echt nah ranfliegen, dass der reagiert da drauf. Und Elite Dangerous wollte ich auch nochmal reinschauen, wegen den an sich eigentlich schon seitdem es Multicrew-Schiffe gibt. Ah, Trümmerteile. Also heute ist nicht mein Tag der Bossfights. Ah! Genau deshalb ist nicht mein Tag der Bossfights. Ich gebe diesmal meine Raketen auf. Tja. Sollten wir wetten, dass es drei Phasen hat, übrigens, dieser Kampf? Mein Güte. So, nimm das. Das war's. Kaboosh. Und da ist noch Loot drin. Verdammt nochmal, hast du das gesehen? Das war Schlachtschiff AVP 7A1, ausgestattet mit Langstreckenkanonen. Blablabla, es hätte mich fast getötet, aber zum Glück sprichst du hier mit dem besten aller Piloten oder zumindest dem größten Glückspilz. Und jetzt gib mir gute Neuigkeiten zum Hyperantrieb. Ist es schon Zeit für den Sprung? Ja, der Hyperantrieb funktioniert jetzt, aber die Energiereserven sind kritisch. Der einzige Ort zum Teleportieren ist Revada 4, ein Sonnensystem, das verlassen wurde, weil es nicht profitabel genug war. Das Potenzial nach Revada 4 ist jedoch... Das Portal nach Revada 4 ist jedoch noch aktiv und für den Teleport verfügbar. Dann ab dahin. Nachdem ich den restlichen Loot eingesammelt habe. Drei Phasen. Ja, es ist der Drei-Phasen-Bossfluch. Ohne Scheiß, wenn ich ein Spielprogrammierer hat, mein Endboss vier Phasen.
Damit die Leute immer denken, nach drei Phasen, ja, ich hab's jetzt geschafft, lehne den Controller weg und dann werden sie abgefuckt, weil der noch eine vierte Phase hat. Da platzt in das Rohr. Da muss es machen, dass es etwas dauert, bis Phase 4 kommt. Die Leute werden super überrascht sein. So, erforschen. Erkunden das Gebiet, um Container mit exklusiven Schiffteilen zu finden und baue wertvolle Ressourcen von Asteroiden ab. Wo ich hier das Eisen herbekomme, um das andere Schiff zu bauen. Rebel 1, wenn Sie ein besseres Schiff wollen, sollten Sie diesen Ort auf jeden Fall untersuchen. Weil es daran so besonders. Vor kurzem ging hier ein Datenspeicher mit Blaupausen für Schiffe verloren. Wenn Sie alle Komponenten für den Antrieb finden können, können wir damit uns ein neues Schiff bauen. Klingt vielversprechend. Achso, wenn ich dahin zurückgehe. Du musst einen Bergbau... Ach, du musst Bergbauausrüstung bauen, beziehungsweise kaufen und ausrüsten. Habe ich natürlich nicht. Wo ist der letzte? Eine Schlüsselkarte benutzt, um diese Tür zu öffnen. Ja, natürlich. Okay, da war das Helium drin. Beziehungsweise da haben wir jetzt, wie heißt das? Diese Blaupause rausgeholt, die wir mit dem Sensor hatten. Lass mich raten, das ist nicht der Weg, wie ich reingekommen bin. Kommt da jetzt auch dieses... Ah ne, das ist glaube ich schon raus, dieses Decent-ähnliche Spiel von früher. Wie heißt das? Drone? Heißt es wirklich einfach Drohne? Noch eine Schlüsselkarte. So, die muss ich jetzt aber nicht an... Obwohl, doch, wir haben eine neue Radarsonde bekommen. Dann scheint, habe ich was übersehen in dem Ding. Lootboxen, yeah!
Verdammt, ist außerhalb von dem Ding. Kann ich einfach ein riesiges Loch in die Wand schießen? Aber witzig, dass sie wirklich eingebaut haben, dass du mit dem Bergbaulaser theoretisch Ressourcen sammeln kannst, wenn du ihn ausstattest. Damit gibt es wirklich die klassischen Elemente hier drin. Das sieht aus wie ein wundervolles Loch. Und das sieht aus wie die wundervolle Kiste, die ich suche. So, jetzt habe ich aber keine Bergbau- oder Radarsonde mehr. Jetzt kann ich nur noch abhauen. Oder die Gegner töten. Ich habe bei den Kaufsachen gar nichts gesehen, was irgendwie aussah wie ein Bergbaulaser. Dabei würde ich gerne wenigstens im Angespiel das andere Schiff bauen und gucken, wie das ist. Oh, mein Fehler. Ah, mit den Cursor-Tasten drehe ich das Schiff. Alle gesammelten Gegenstände werden gespeichert. Ich warte schon lange auf das neue Aquanox, aber es ist ruhig. Es ist auch ruhig. Es gibt auch keinerlei... Also ich habe keinen Termin gesehen im Pressebereich, wo Aquanox entwickelt wird. Vor allem, weil die haben ja noch eine Beta gemacht. Beziehungsweise als ich das letzte Mal von Aquanox gehört hatte, letztes Jahr auf der Gamescom, da hieß es ja noch, dass das jetzt bald rauskommt und dass eine Beta gestartet wird. Eine große, um das alles mal sich anzugucken. Beziehungsweise nicht anzugucken, sondern... Ah, da ist das Bergbauwerkzeug. Und die Entwickler waren so voller... Wie soll man sagen? Euphorie. Aber ich glaube, die haben es einfach ein bisschen zurückgezogen, weil die so ein Desaster hatten mit dem... Ach, wie heißt es? Derselbe Publisher hat ja auch die Gilde auf den Weg gebracht. Ich glaube, ich kriege schneller ein neues Schiff, wenn ich das andere mache, oder? Ach komm. Ich werde von einem Mobs angestarrt. Ah ne, rechts. Ah, ich habe gerade so überlegt, habe ich unendlich Inventar? Natürlich habe ich nicht unendlich Inventar. Wie man da rechts oben sehen kann. Jetzt fällt mir gerade ein, auch ein schönes Weltraumspiel ist ja, ich glaube Astroneer war das. Ah ne, Astroneer war das mit diesen kleinen Dingern, aber wie war das nochmal, wo man aus den Pixeln heraus, also aus kleinen Viereckigen, eigentlich das so wie Minecraft, doch das war Astroneer. Hm.
Ah, ich müsste nochmal nachgucken. Das war auch ein sehr sympathischer Entwickler, den ich mal getroffen habe. Nee, ich meine nicht Space Engineers. Wobei Space Engineers, da habe ich von Anfang an irgendwie nicht so richtig verstanden, wo überhaupt die Richtung hingehen soll vor dem Spiel. Also man kann zwar jetzt viel machen drin, aber irgendwie... Ich habe es ja damals, als es rauskam, gespielt eine Zeit lang, aber nicht auf dem Kanal, so ein bisschen privat. Und auch mit den späteren Updates habe ich nicht so richtig... Also... gereilt... Wo soll das eigentlich mal hingehen mit dem Spiel? Oder bleibt es einfach Sandboxing-Universum und ne, man baut halt sein Schiffchen und hat seinen Spaß daran, an den Möglichkeiten, die halt vorhanden sind? Avorion, genau das meinte ich. Dankeschön, TPK. Wer sich da an der Grafik nicht stört, der hat da auch ein sehr tolles Spiel mit Avorion. Das haben wir eine Zeit lang auch mit einem kleinen Community-Server gespielt. Mit ein paar Leuten auf dem Discord. Und ist halt ein sehr netter Entwickler, der halt auch wirklich aufgrund des Erfolgs von Avorion ein eigenes Entwicklerstudio gegründet hat. Ein kleines. Sind zwar jetzt immer noch nur... Auf Gamescom waren sie zu dritt. Und haben einen Praktikanten, beziehungsweise einen Azubi eingestellt, der bei denen das Programmieren halt lernt. Also eigentlich sind sie vier, aber ein Azubi zählt erst nach einem Jahr wirklich als Mitarbeiter. Finde ich jedenfalls, wenn überhaupt. Freelancer war super, ja. So. Jetzt aber raus. Genug Bergbau. Kram gemacht. Quantum MG, ein Minigun, die mit entzündlicher Munition geladen ist. Weniger Munitionsladung, ich glaube, schnellere Feuergeschwindigkeit als die Pixelwaffe. Und ja, da fehlen wir immer noch Materialien. Diese Transporter kenne ich. Siehst du das? Es sind diese verdammten Transportschiffe. Gib mir einen Statusbericht. Transporter scheint derzeit feindlich zu sein. Das hatte ich befürchtet. Kannst du identifizieren, wer sie kontrolliert, damit wir sie ein für alle Mal abschalten können? Negativ. Datenzugriff wird verweigert. Informationen sind gesperrt. Was halt einfach schade ist bei Space Engineers, ist, dass du mit diesem Schadensmodell, was sie haben und alles, halt ein echt geiles Weltraumspiel machen könntest. Aber es wird halt alles so ein bisschen durch diesen Sandboxing-Aspekt und dass halt eigentlich nichts drin ist, gameplay-mechanisch, technisch, zerstört.
Finde ich jedenfalls. Ist natürlich eine Geschmackssache. So. Verdammt nochmal, nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Wie sieht's aus mit unserer Verstärkung? Es gibt keine verbündeten Streitkräfte in diesem Sektor. Wann kommen wir an die Stelle, wo du mir zur Abwechslung gute Nachrichten sagst, beziehungsweise gibst? Ich muss echt sagen, so für zwischendurch ist das Spiel hier gar nicht mal schlecht. Als ich gestern eigentlich mal reingeschaut hatte, habe ich noch so gedacht, okay, ja, Lückenfüller. Aber so insgesamt muss ich echt sagen, dass ich eigentlich sogar Spaß habe. Weil es einfach schön einfach gehalten ist. Und das tut ja auch mal ganz gut. Ich glaube, es ist immer eine gewisse Erwartungshaltung. Davor kannst du bestätigen, dass dieses System verlassen ist. Archivdaten bestätigen, dass Rivada 4 wegen mangelnder Rentabilität abgeschaltet wurde. Warum sieht es dann so aus, als würde diese Station um den Planeten herum arbeiten und abbauen? Ich werde das überprüfen. Protoplasmischer Bohrer SNX-2 Serie 13 blablabla, Eigentum von Lightwave Tech, vor 5 Jahren, 9 Monaten, 28 Tagen außer Betrieb genommen. Ich sage es nochmal, ich kann sehen, dass sie arbeiten. Ich muss eine genaue Analyse starten. Im Weltraum hört dich keiner explodieren. Und das sieht aus, als wenn das Miden wären. Oh, ich bin fast kaputt. Ich bin kaputt. No! Na gut. Wer ein paar Arcade-Shooter, also wer Arcade-Weltraum-Shooter mag und vielleicht so ein bisschen sammeln und ein bisschen generische Missionen spielen will, der wird hier ganz gut aufgehoben sein. Ich muss jetzt kurz nochmal nachgucken. Subdivision Infinity. Hätte schlimmer sein können. Soviel ich weiß, auf Steam erhältlich, weil ich hab's da gestartet. Und wer sich dafür interessiert, unterstützt die Entwickler, schaut es euch an, kauft es euch oder des Weiteren. So, erstmal danke an YouTube für Schauen von dem angespielt und wir gehen jetzt weiter im Stream zum nächsten Spiel. Soll ich ein Fazit geben? Es ist okay, wenn man nicht mehr erwartet.